ein Porträt zu machen, heißt etwas von der Seele von einem Mensch auf ein Blatt zu hinterlassen. Ein Porträt ist nur die Möglichkeit, so durch die Augen an die Seele vielleicht zu kommen. Über den Unterschied der Gesichtszüge im Menschen ist der Titel einer neuen Ausstellung des Deutschen Bundestages. Im Berliner Schadowhaus wurde mit Guillaume Bruyère bereits der dritte zeitgenössische Künstler eingeladen, sich mit dem Werk des preußischen Hofbildhauers Johann Gottfried Schadow auseinanderzusetzen. Aber nicht jeder weiß, dass er auch gezeichnet hat. Und zwar viel und gründlich. Und darunter eben auch viele anatomische und physiognomische Studien gemacht hat, die er in einem eigenen Werk veröffentlicht hat. Der gebürtige Franzose Guillaume lernt die Werke Schadows erst in Deutschland kennen. Durch den Auftrag des Bundestages erhält der Künstler Zugang zu dessen Studien und Zeichnungen. Inspiriert von Schadows Bildern zur Physiognomie des Menschen, sollen hier innerhalb eines Tages eine ganze Serie von Kunstwerken entstehen. Es geht um einen Millimeter genau, wo das Blatt ist, und mein Körper erfährt den Abstand so zwischen Blick und Hand, weiß ich nicht, also immer so, ganz, ganz genau. Und dann beginnt das, und nachher der Auswahl der Farbe, ich glaube, das ist der seltsame Moment, wo man höchst bewusst ist und noch Zufall entsteht. Höchst konzentriert und fast wie in Trance übersetzt Guillaume ein Gesicht nach dem anderen in energiegeladene Zeichnungen. Er braucht nicht viel, um sein Atelier einzurichten. Dafür muss aber alles an einem perfekten Ort sein. Ich bin leider total steif und man könnte sagen maniak. Es ist alles so extrem vorbereitet. Ich könnte fast ohne Licht arbeiten. Ist manchmal auch passiert so. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo welche Farbe ist. Und das heißt, es gibt eine sehr hohe Präzision. Das Buch, da, woraus ich gezeichnet habe, fand ich schon auch etwas rührend, dass man versucht, die ganze Menschheit, die verschiedenen Typen oder Archetypen darzustellen. Das hat so der Traum eines perfekten Wörterbuches zum Beispiel. Und da erkenne ich etwas auch von mir. So, es ist schon eine Utopie, aber und es gibt was auch sehr Menschliches dabei. Schadow, er war auf der Suche nach dem Prototypen des Menschen. Oder nach den Prototypen der vielen Ethnien und Völker, die sich bewegen, und war sagenhaft fasziniert von denen, die sozusagen keine klassischen Deutschen waren, und hat die in 29 Tafeln und in vielen hundert Zeichnungen in sein Lehrwerk gebannt, mit der Idee, sagen zu können, die Deutschen sehen so aus, die Hugenotten sehen so aus, die Afrikaner sehen so aus und so weiter. Aus dieser Neugierde heraus schuf der Bildhauer auch Plastiken zu diesem Thema. So wie hier die Büste des Selim aus Darfur, der einst in Schadows Haus einquartiert war. Auch Guillaume hat die Fremden zum Gegenstand seiner Kunst gemacht. Guillaume Bruyère hat Ende letzten Jahres angefangen, Flüchtlinge in Berlin zu zeichnen. Ein ähnlicher Zugang. Die Menschen, die nach Berlin gekommen sind, neu sind, offensichtlich anders als die anderen, zu zeichnen, ihnen ein Gesicht zu geben. Und damit sind wir bei diesem großen Thema Porträt, das beide Künstler total verbindet. Die Suche nach dem Bild des Menschen, und zwar im Individuellen, und dann aber sozusagen zu schauen, was bedeutet das für das Gegenüber. Ich finde, die Kunst soll etwas an die Menschen geben und was schenken. Und ich habe gedacht, in dem Moment, ich kann sie aufmerksam schenken. Ich kann da sein und ich bringe viel Energie so in jedes Porträt, auch während der Sitzung kommt sehr viel Energie da drin und ich packe Energie in sie so. Und ich hoffe und wünsche, das kann auch sie auch erleichtern von Schmerzen zum Teil. Über den Unterschied der Gesichtszüge im Menschen, eigentlich ein Zitat von Schadow, ist ein gelungenes Motto, unter denen die beiden Künstler in den Dialog treten. Zudem wird der zutiefst humanistische Ansatz deutlich, der Schadow und Guillaume verbindet. Zum einen die Gesichtszüge, das Thema Porträt, zum anderen der Mensch und nicht der Fremde. Schadow hat eine große Fabulierlust gehabt, zu suchen und zu finden und zu zeichnen. Und das Gleiche ist bei Guillaume der Fall. Es ist tatsächlich ein künstlerischer Ansatz, der den Menschen oder die Menschen auf eine Ebene stellt, ganz gleich, woher sie kommen und was ihre Beweggründe sind, hier zu sein.
Zu sehen sind diese künstlerischen Begegnungen noch bis zum 23. April 2017 im Seitenflügel des Schadow-Hauses. Mehr Informationen dazu gibt es auf www.bundestag.de/kunst.